Neonazi-Wahlbetrug in ganz Sachsen, titelt heute die Bild. Das ist absurder Unsinn und die Bild weiß das auch. Ne? Freie Individualisten kann man nicht mit Nazis gleichsetzen. Die sehen wir ganz woanders. Die sehen wir dort, wo Kriegspolitik gemacht wird. Die sehen wir dort, wo autoritär durchgegriffen wird. Die sehen wir dort, wo Willkürjustiz herrscht. Die sehen wir dort, wo Leute mit experimentellen Substanzen durchgespritzt werden sollen. Wozu auch immer. Die sehen wir dort, wo Gehorsam als Erziehungsideal gepflegt wird. Tja, so sieht's aus. Ne? Also wer hier in Deutschland heutzutage nach Nazis sucht, der wird sie finden. Ne? Aber ich pflege diese Herrschaften eigentlich eher als Ei-Nazis zu deklarieren, mit so einem I davor, ne? So kleines I, so wie Apple das immer macht, so eine iPod und was sie nicht so alles haben da an Internettechnologie, ne? An Digitalisierung und digitale Nazis, die agieren heute global, ne? Übers Internet und ja, damit meine ich nicht die Individualisten, die dummes Zeugs posten auf Telegram, sondern die Leute, die kadermäßig ihren Digitalisierungsscheiß in Qualitätsmedien propagandistisch ausbreiten. Ja? Das sind ganz klar Ei-Nazis, Internationalsozialisten. Alles klar? So, liebe Bild, wenn du jetzt endlich mal vernünftig berichten möchtest, dann berichtest du von Internationalsozialisten und sorgst dafür, dass die aus allen Gremien rausfliegen, wo wir sie heute finden. Ja, so. Aus allen NGOs entfernt werden, von allen Regierungsposten entfernt werden, überall dort, wo sie sitzen. Wir können keine Ei-Nazis mehr dulden, weil wir hier in Deutschland als freie Individualisten fordern, dass die Ideen des Grundgesetzes auch gepflegt werden. Die Menschenwürde ist unantastbar, heißt nicht, ich stecke alle in einen Sack und mache alle gleich, indem ich da mit dem Knüppel drauf rumhaue. Nein, das Grundgesetz hat das Ideal eines freien Bürgers, der souverän ist, der der Regierung sagt, was sie zu tun und zu lassen hat. So, und das sage ich jetzt mal klipp und klar. Die ersten drei Punkte in meiner Agenda sind Infrastruktur, Bildung und Soziales. Und alles, was ihr dann noch machen wollt, könnt ihr anschließend machen, wenn das Geld dafür reicht. Und ansonsten seht ihr erstmal zu, dass die Leute, die hier wohnen, sich nicht mit einer Matratze unter die Brücke legen müssen. Dass sie hier nicht nach Pfandflaschen in Mülleimern suchen müssen. Dass sie ihr Recht auch bekommen, wenn sie nicht das Geld für einen teuren Anwalt haben. Ja? Und solange das nicht in Ordnung ist, laden wir auch niemanden zusätzlich ein, hierher zu kommen, der dann womöglich jahrelang irgendwo auf einer Wiese in einem Flüchtlingszelt hausen muss. Das ist auch menschenunwürdig. Genauso wie der ganze andere Scheiß, der hier gerade passiert. Eine historische Rede für euch. Es spricht die Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag am 13. September 2002. Und die Menschen im Lande wissen, dass Herr Schily am Anfang dieser Legislaturperiode gesagt hat, einen Satz, den hätte ich gar nicht gesagt, regen sich doch nicht auf. Das Maß des Zumutbaren ist überschritten. Und Sie wissen das spätestens nach Pisa. Sie wissen das spätestens nach Pisa. Doch in Deutschland völlig klar ist, bevor wir neue Zuwanderung haben, müssen wir erst einmal die Integration der bei uns lebenden ausländischen Kinder verbessern, meine Damen und Herren. Langsam muss man ja ein paar Gedenktafeln aufstellen für all die Opfer dieser menschenunwürdigen Politik.
die uns hier von Einazis aufgehalst wird. Aus der Bundesregierung, aus dem Europaparlament, von unseren Besatzern. Ja, kann man doch so sagen, oder? Tja, die Amis sind nicht weggegangen, nachdem der 2+4-Vertrag unterschrieben war. Hm? Die sind immer noch hier. Warum eigentlich? Also, Deutschland ist in dem Moment ein souveränes Land, wenn wir als Deutsche frei und souverän handeln. Das ist der Punkt. Ich warte hier nicht auf den Erlöser. Wir alle warten hier hoffentlich nicht auf irgendeine Führerfigur. Wir warten nicht auf Young Global Leaders, die uns hier vom World Economic Forum vor die Nase gesetzt werden. Wir warten darauf, dass hier jeder den Arsch hochkriegt und endlich das tut, was für ihn gut ist. Und dann werden wir auch alle wieder ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Wenn wir wieder frische Luft atmen, gutes Wasser trinken, gesunde Nahrung essen und nachts wieder schlafen können, weil wir nicht umgeben sind von gruseligsten Nachrichten wie diesem Scheiß aus der Bild. Tja, von dem Nazi-Wahlbetrug in Sachsen, ne? Das war kein Nazi-Wahlbetrug. Egal, ob es einer war oder nicht. Oder wieder nur eine Fake-Aktion von irgendwem, der jetzt gerade mal wieder ja, eine Schlagzeile produzieren wollte. Hm? Wie viele Stimmen haben die Freien Sachsen gekriegt? Hm. Wäre schön gewesen, wenn sie gar nicht erst angetreten wären zur Wahl. Dann hätte jetzt nämlich die AfD die Nase vorn, nicht wahr? Aber dann hätte man sich für die eine Story ausgedacht. Sie sind die Partei mit den meisten Stimmen an diesem Wahlabend. Sie werden aber auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Nun, das muss ja gerade wieder sein. Das ist eine Tatsache. Wollen wir uns darüber unterhalten? Ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten. Dann hören Sie bitte auf, mich zu stigmatisieren. Wir sind die Volkspartei Nummer 1 in Thüringen. Sie wollen doch nicht ein Drittel der Thüringer Wähler als rechtsextrem einstufen. Aber nochmal, wir warten hier nicht auf irgendeinen Führer aus irgendeiner Partei. Nein, wir möchten direkte Demokratie endlich. Wir möchten sachthemenorientierte Politik. Wir möchten bei jedem Thema mit abstimmen. Und wir wollen uns hier keine Themen aufhalsen lassen, die dann von irgendeiner neuen Partei hier denn doch durchgebracht werden, indem man irgendwelche gerade populistischen Themen plötzlich das Gegenteil tut und dann dieses andere Thema dann eben doch so behandelt, wie es den wirklich Mächtigen nutzt. Ja? Es hat keinen Sinn. Parteien bündeln immer zwei Dinge, die uns interessieren, mit einem Ding, was die Katastrophe ist für uns. Tja, und dann haben wir wieder den Salat. Und deswegen brauchen wir sachthemenorientierte, direkte Demokratie. Wie immer das auch durchgesetzt werden wird in Zukunft. Aber das ist meine Priorität Nummer eins. Neben Infrastruktur, Bildung und Soziales. Die Wahlen gehören auch zur Infrastruktur. Und darüber muss man sich mal einen Kopf machen, wie man die in Zukunft so durchführt, so ein Parlament bekommen, was tatsächlich die Interessen der Bevölkerung in Deutschland wahrnimmt. Ja? Die breiten individualistischen Interessen der Bundesländer, der Regionen, der Städte, der Familien, der Menschen, die hier wohnen. Viel Spaß dabei. Das ist alles andere als Nazi. Das ist unsere Zukunft. Schönen Tag noch. Die Ostdeutschen haben eine Erfahrung mit Diktaturen. Also die wissen, wie so eine Diktatur funktioniert. Die haben von 1949 bis 1989 unter einer Diktatur gelebt. Die sind ab 1961 von einer Mauer umgeben worden. Diese Mauer ist ihnen erklärt worden als antifaschistischer Schutzwall, also etwas zu ihren eigenen Gunsten Errichtetes. Wenn sie aber diese Mauer dann also ignoriert haben und in den Westen fliehen wollten, dann wurde auf sie geschossen. Also die wissen genau, wie diese Lügen funktionieren. Also wenn die hören, dass im Namen der Gesundheit irgendwas gemacht wird, dann sind die sehr vorsichtig. Wenn die hören, dass Demonstrationen von der Regierung unterstützt werden, dann sind die sehr hellhörig, weil das haben sie 40 Jahre lang erlebt, wie sowas funktioniert. Also die sind auf jeden Fall viel wacher, was die antidemokratischen Strukturen angeht. Und die erkennen die, die durchschauen natürlich diesen ganzen woken, grünen Regenbogenfaschismus. Nachdem die Grünen die Macht in Deutschland übernommen hatten,
Hausdurchsuchung! Auf den Boden! Auf den Boden! Wurde alles verboten. Alufolie, Kaffeekapseln. Sonst noch was? Nein.